Gab es hier nicht auch noch eine Schatzkiste oder war das das andere Spiel? Nee, das war das andere Spiel. Das war Ocarina of Time, wo es auf den Dächern noch ein Herzteil gab. Nicht durcheinander kommen. Oh. Hi. So. Siehst du mich? Ich glaube nicht, ne? Warte. Ach Mann. Dann gehe ich halt. Tschüss. Hallo? Ah. Okay, warte, 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 warte. Hasenmaske. Moment, Moment, ich bin gleich soweit. So, bin bereit. Halt. Es erfordert einiges an Mut, um in unsere Festung einzudringen. Was ich dir jetzt antun werde, wird mir ein Vergnügen sein. Rekel, Streck, hua! Lass die... Oh, ja, ja, ist gut. Lass sie immer so auf einen losstürmen. Wir haben schon ein ganz schön starkes Schwert, hä? Ach, glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Ja, ja, mach du mal. Yay! Oh, das ist ja so ein... bist du eklig. Aber na gut. Ach ja. Und da unten ist auch gleich eine Kiste. Ja, das freut mich. Ich mag Kisten. Ups. Wunderbar. Jetzt habe ich die Hasenohren ja schon wieder aufgesetzt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Maske. Jetzt schwimmt er hier oben. Der verschwindet gleich, ne? Ja. Und Flasch brauche ich auch noch. Boah, ich muss ständig ins Inventar. So, hier. Abtauchen. Abtauchen, danke. Wir haben ein Zora-Ei. Und eine Kiste. 20 Rubine. Ja. Da kriegen wir doch langsam wieder das in die Bank rein, was wir letztes Mal ausgegeben haben. Das war ja schon ein bisschen kostspielig. Jetzt brauchen wir wieder die andere Maske. Da lang. Was haben wir hier drin? Pfeile. Ist okay. Hi. Wo bin ich denn hier? Ja, lass ich mal fallen. Aber ich glaube, ich muss noch mal auf diese Seite. Oder? Bin mir nicht sicher. Ach, wenn es so eine Felsmaske bei Ocarina of Time gegeben hätte. Das hätte einiges erleichtert. So. Nur aus Neugier noch mal hier lang, hier raufstellen. Das ist gut. Ich glaube, da wäre die nächste Tür. Oh, da ist ja jemand. Ja, da wäre die nächste Tür. Hi. Du siehst mich nicht. Kiste. Viele Weiber. Oh. Ich will diese Kiste haben. Bam. Ja, ich gehe auf Nummer sicher. So. Auch wenn ich sie nicht abballern müsste, glaube ich. Oh ja, ein silberner Rubin, wie schön. So, jetzt hätte ich die fast gerammt, ey. Jetzt hätte ich die Olle fast gerammt. Ach je. Muss ich hier lang?
Ja. Alles klar. Dann hätten wir das doch. Hallo. Bis hierher und nicht weiter. Leider wirst du an mir nicht vorbeikommen. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Ha, 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 ha. Also. Na, du? Na, 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 na. Na? Na, Mist. Die will mich gerade ein bisschen veräppeln. Ja, warte. Mach du nur. Oh, das kann sogar die Verteidigung durchbrechen. Dieser Angriff gerade von ihr. Ach, nicht übel, aber glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Doch, es ist schon vorbei. Denn ich komme jetzt zum letzten Ei. Und das hat sich gereimt. Alles klar. Hallo. Und wie es vorbei ist. Mal vorher die Hasenohren absetzen. Nochmal vorher draufschlagen ist natürlich auch eine Idee. Den hier. So. Ach, eine Flasche. Eine Flasche wäre ganz praktisch. Ach ja. Ups. Ich hasse dich. So, damit ist das letzte Zora-Ei aus der Festung befreit. Auf zu den nächsten Eiern. Da haben wir es aber mit eher weniger piratenartigen Wesen zu tun. Nee, nee. Falscher Ausgang. Einziger Ausgang. Nee, da geht's runter. Wollte schon sagen. Sind wir hier. Okay. Die zwei Eier bringen wir mal getrost zurück ins Aquarium. Hier haben wir nämlich nichts mehr verloren. Dab, dab, dab. Ja, da will ich hin. Mitten in der Nacht. Hab ja nichts Besseres zu tun. Ehrlich. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Nein. Wir machen das ja gerne, ne? So, bringen wir das auch mal weg. Neun Uhr abends. So, rein damit. Tschüss, Ei. Und das nächste. Super. Zora-Eier sind gerettet. Jetzt sind die Fische wieder klein. Ich dachte, ihr habt euch gegenseitig gegessen. Na gut, dann eben nicht. Nee, da wollte ich noch nicht hin. Ich muss nach rechts. Ich muss wieder an den Strand zurück. Zu dem einen Typen. Hui. Hui. Ich mache das so gerne, gerne, gerne. Oh, vorbei. Schade. Fotobox. Ich hoffe, das Foto genügt ihm von der werten Dame auf dem Boot. Hep. Hallo. Bin da. Magst du was haben? Ja, wenn das kein Zora ist. Haha, ja, wir kennen das schon. Wieso denn nicht? Dann spreche ich dich halt so an. Zumindest würde ich das gerne von mir behaupten können. Ja, kennen wir. Außerdem sowohl
Den will ich haben. Mach es bitte. Hilf mir, bitte bring mich in die Gewässernahe des Nasenfelsens. Nadelfelsens. Ach so, ich musste gar nicht ihn ansprechen. Ja, ich bin interessiert. Ja, ich weiß. Ich weiß, du willst ein Foto von einer Piratin, wo man auch das Gesicht schön sehen kann. Reicht das? Oh, da ist es. Da ist es. So ein Bild hatte ich auch. Du bist ein cleveres Kerlchen. Ja, wir werden erstmal losgeschickt, um irgendwelche Weiber zu fotografieren. Und das als Kind. Naja, natürlich gebe ich dir das. Als Gegenleistung gebe ich dir dies. Ein Seepferdchen. Juhu, bring es zu seiner Heimat, nahe des Nadelfelsens. Machen wir. Ich danke dir, rasch, bring mich in die Gewässer nahe des Nadelfelsens. Ja, wie oft denn noch? Es mir einmal zu sagen reicht. Völlig. Ich hab das schon verstanden. Dann wollen wir... No. Ja, ja, geh weg. Dann wollen wir mal. So. Nahe des Nadelfelsens. Das müsste da sein. Das müsste da sein. Hui. So schön ruhig bei Nacht hier. Da ist auch schon ein Schild aus Holz unter Wasser. Zum Nadelfelsen. Vorsicht vor trübem Wasser und Seeschlangen. Okay. Und ich müsste kurz mal einen Schluck trinken. So, Frosch beseitigt. Juhu. Und ich muss hier runter. Zur Seeschlangenhöhle. Aufgrund des trüben Wassers ist höchste Vorsicht geboten. Ja, das ist es. Hier ist noch ein Schild. Gefahr, sie betreten nun trübes Gewässer. Gefahr, sie betreten nun trübes Gewässer. Und schon sind wir weg. Verlaufen. So, ich muss das Seepferdchen hier rauslassen, glaube ich. So war das doch, ne? Aber wo genau? Ich gehe mal da unten hin. Und das Seepferdchen kann uns den Weg weisen. Stimmt's? Ach, groß. Im Aquarium war es aber nicht so groß. Du verfügst über merkwürdige Kräfte, Link. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte folge mir. Ja, warte. So. Da lang. Ich folge dir auf Schritt und Tritt, kleines Seepferdchen. Als ich klein war, wollte ich immer Seepferdchen als Haustiere haben. Da habe ich gesagt, Mama, holen wir uns ein Aquarium. Aber ich habe ihr vergessen zu sagen, dass ich Seepferdchen möchte. Dann hat sie ein Aquarium geholt, weil sie ist selber so ein kleiner Fischfreak und Aquariumfreak. Und da war ich total traurig, dass da keine Seepferdchen drin waren. Mhm. Wie alt war ich da? 5? Hier in den Tiefen unter dem Nadelfelsen leben viele gefährliche Seeschlangen. Mein Freund ist dort gefangen. Link, bitte vertreibe all die Seeschlangen und rette meinen Freund. Und die restlichen Zora-Eier. Die sind auch hier. Thank you.